Top-Favorit Werder Bremen hat in der VBL Club Championship die erste Niederlage kassiert, bleibt aber weiter Tabellenführer. Die Hanseaten unterlagen am Doppelspieltag in Deutschlands führender FIFA 1-9 Liga erst Eintracht Frankfurt 3:6, 1:3, 5:1, 1:5, gewannen im Anschluss aber 9:0, 6:1, 7:3, 9:2 gegen Tabellenschlusslicht SV Sandhausen. Knapp hinter Werder, 72 Punkte, steht weiterhin der VfB Stuttgart. Die Schwaben siegten 6:3, 2:1, 3:2, 1:3 gegen den Hamburger SV und haben bei einer Partie weniger 7 Zähler Rückstand auf das Top-Duo Mohamed Mouaba Hakus und Michael Megabit Bittner. Stuttgart trifft am Donnerstag im Featured-Match des 11. Spieltags noch auf den VfL Bochum, 20.15 Uhr. Auf Rang 3 steht die SPVGG Greuther Fürth, 57 nach Siegen über Bayer Leverkusen und den FC Ingolstadt. Gegen die Werkself gewann Fürth 7:1, 2:2, 3:2, 2:0. Anschließend war der FC Ingolstadt beim 9:0, 4:2, 2:1, 2:0 chancenlos. Mit Favorit Schalke 04 kletterte mit 2 Siegen und 51 Punkten auf Platz 8. Die Knappen siegten erst 9:0, 3:1, 4:3, 3:0 gegen Ingolstadt und im Anschluss 6:3, 0:2, 7:0, 4:2 gegen Sandhausen. Jede Partie besteht aus je einem Einzel auf der PlayStation und Xbox sowie einem Doppel. Für jeden Sieg gibt es 3, für jedes Remis einen Punkt in der Tabelle.